Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2 mit den Eimerbärten. Hallo. Blub, 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 blub. Das ist mein Spruch. Hallo. Blub. Blub, 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 blub. Ihr seid so gemein. Ich stehe hier neben dem neuen Schinken, den wir bald kriegen. Nein, neben Feder, die wir wieder zu einer Frau machen wollen. Und zwar reden wir jetzt dafür mit ihr. Thanks for sending me here. It's quite beautiful. Hast du gerade ihr Geschlecht angenommen? Ich habe ihr Geschlecht. Weiß ich nicht. Sie hat uns gesagt, dass sie eine Frau ist. Aber ist egal. I prayed to Amadia real hard, but I'm not sure it's done much good. Still, a wizard trapped in a pig's body. Any ideas? No, sie kommt mit Amadia nicht weiter. Dass sie weiter beten soll. Irgendwann wird Amadia einen Wunsch erfüllen oder. Geht in den Teich. Oh, what a grand idea! I'll try that. What's the worst that could happen? Wow, und anscheinend. Sehr gut. Ich warte auf Explosionen. Ja. Ich habe nachgelesen, Leute, wenn es ein Blutteich wäre, würde sie platzen. Oder halt sterben. Hallo. Du klingst ja immer noch so komisch. Okay. Es ist lose. Sie wird zu 450, 20 gehen. Oder nee, 40. Sie geht ungefähr hierhin. Wir sind schon fast da. Also sie ist wahrscheinlich dann hier. Wir folgen ihr gerade ziemlich dicht. Ja. Mano, lass mich euch doch helfen, ihr seid böse. Wie sie sich einfach daneben setzt. Ihr seht sehr gleich aus, just saying. Also außer die komische, hässliche Elfe, aber... Ich meine, die beiden Menschenfrauen. Wartet, Freunde, ich komme. Ah, verdammt! Well, hello. Was ist passiert? Ich wollte den Hocker mitnehmen und habe ihn angegriffen und alle fanden das nicht so toll. Oh Gott, wirklich? Ja. Bye now. Ich würde sagen, wir opfern ihn, oder? Es sind nur 5 Minuspunkte. Ach so, du bist nicht im Kampf, okay. Ja, dann nein, ist egal. Nein. Nein, nein, okay. Okay, wie geht's dir? I'm a wizard and I was a long time ago too. In between I was a pig and I was on fire for most of that time. It's a long story, but I think I'll leave it in the past and look to the future instead. Okay, ich hoffe, das andere hätte sie eben auch gesagt, weil plötzlich hatte sie andere Optionen. Wie ist mit Handeln? Gladly. Oh, da muss unsere Händlerin, glaube ich, mal durchgucken. Oh mein Gott, die hat ein richtig schönes Amulett. Und noch ganz viel anderen Crap. My goodness, sie hat wirklich geile Rüstung. Wenn die Kopfbedeckung beschwören hätte, dann würde ich sie sofort nehmen. Ja, guckt ihr da mal durch. Viel Spaß. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Ja, brennende Schweine, Leute. Wir haben sie abgeschlossen. Sehr schön. Ich rede derweil mit Gareth, während ihr da mal rummacht, denn wir müssen noch mit ihm reden. Ich hoffe, das wird nichts auslösen. Wir haben den Stab gefunden, mit dem wir die Kreischer töten können. I had no doubt. You bring me hope, Sorcerer. Wow. Gather the other seekers and travel to shore. Meet us there as soon as you can. Gareth's voice echoes throughout the enclave with such command, it could rouse 5000 XP. Wieso verschwinden die ganzen Leute? Oh, großartig. Sie rennen jetzt zum Strand. Genau das, was ich verhindern wollte. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ja. Gary, hörst du das? Naja. Der Plan der Sucher wird ausgeführt. Wir sollten zu ihnen stoßen und das Magisterschiff kapern. I don't know. Ich glaube, ich soll das nochmal zurücksetzen. Wir gehen erst nochmal das machen, was wir noch gefunden haben. Wir haben nämlich noch eine Kleinigkeit gefunden, die wir vergessen haben. Bevor das hier passiert. Genau aus dem Grund wollte ich halt nicht mit ihm reden erstmal, weil ich mir sowas gedacht habe. Nein, jeder mochte mich. Ja, das kannst du ruhig nochmal machen. Wir gehen derweil mal in den Turm. Beziehungsweise, ne? Wir wollten unbedingt von der Insel noch runter, Leute. Aber wir wollen, hier haben wir noch einen Turm gefunden, den wir vergessen hatten. Und der eine Kreischer hier, der geht uns noch auf den Sack. Deswegen müssen wir ihn jetzt kaputt hauen. Gehen wir mal zur verfallenen Burg. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir dafür alle brauchen, oder? Also Schatz, wenn du weiter mit Feder da rumhandeln willst, dann geht das auch. Ich weiß es nicht.
Wir haben keine Läuterung mehr. Wo ist der Stab da? Was hat denn Sibyl so für Handschuhe? 8, 6 plus 1 Dieberei. Möchtest du 16 physische, 12 magische, 15 Wasserresistenz, 10 Giftresistenz und 2 Initiative haben? Wollen wir vielleicht erstmal den Kreischer töten im Part, Leute? Mach das. Ja, alle. Also ich meine alle. Wir können da immer noch viel handeln Spaß mit denen. Ich meine, wir können immer noch handeln. Wir können jetzt den Kreischer verkloppen, dann in den Turm gehen, dann Alexander verhauen und dann den Leuten sagen, dass wir losgehen können. Im nächsten Part. Und dann zwischendurch können wir noch kurz handeln. Du hast mich bekommen, als du Alexander verprügeln gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich dich so eng haben will, aber es ist okay. Ich nehme es an. Ist okay, oh, passt. Oh, doch, das wirst du. Was? Dinge, die nicht sein müssen. Kommt ihr zur verlassenen Burg? Ich meine nur. Ich hätte gern erstmal die Kappe. Nicht, dass du 4000 Schaden machen würdest mit jedem Pfeil, ne? Du dreckiger Idiot. Oh nein! Ja, du verdienst das und wow. Ich lass dich jetzt tot dort liegen. Ganz einfach. Fuck. Ja, was selber macht Schuld. Ihr dort? Er hat mich gehauen, wollte feige abhauen und ist in den Kreischer reingelaufen und wurde geplatzt. Du hast einmal meine Liebe und Zuneigung genommen und sie mit Füßen getreten. Was sollte ich denn tun? Ach Leute, seht ihr das? So sieht. Ja. So sieht die Schönheit aus, die passiert, wenn man ein Arsch ist. Und, ne? Ne, Krommel? Ne? Ja. Kannst du sehen, wie Duna dich wieder da rausholt. Kannst du sehen, wie Duna dich da rausholt. Ha! Dich identifiziere ich nichts mehr. Doch, das wirst du. Weil es könnte ja auch für dich sinnvoll sein. Das ist richtig, aber ich verschließe meine Tasche wieder. Drecksack. Und bevor ich auslage, werfe ich es weg. Wie Arsch, Leute, wow. Mädels, kommt ihr? Es wäre schön, wenn wir noch was in dem Part tun würden. Ich meine ja nur, also wir sind ja nur live und so. Und ich habe keinen Bock zu schneiden, weil das könnte nämlich den ganzen Part zerbixen. Weil außerdem nervt es mich und das kostet extra Zeit, die ich nicht habe. Just saying. Außerdem liegt ein Kamerad von euch in Tod herum. Ja, das ist nur richtig. Ich komme noch nicht ran, damn it. Jetzt komm ich ran. Medic! Zip! Okay, und er wird direkt geplatzt. Das ist ja schön. Ich hätte gern einen Kampf gegen ihn gehabt, aber ist okay. Didn't know that. Aber hier gibt's Zeug. Warum ist das Eichhörnchen ist hier gestorben? Das Eichhörnchen hat eine Hasenpfote. Oh, hier ist Talin. Hallo Talin. I'm busy killing Magisters. Sie will nicht mit mir reden, sie will lieber Magister töten. Sie sagt, wieso sie ist busy. Wieso darf ich dich nicht wiederbeleben? Gut so, lass ihn tot auf dem Boden liegen. Wir schaffen Alexander auch ohne ihn. Wir haben nämlich die Überelfe, die alles mit zwei Schüssen wegsnipet. Wieso bist du verflucht? Das wird das an meinem Helm liegen. Das nennt man die Natur. Das ist einfach nur die Natur. Irgendjemand hat was entdeckt zum Graben, glaube ich. War ich das? Oh, nee, ich glaube, ich brauche einmal ein Blessing oder so. Ja, no. Moment. Kannst ja nicht nur du. Das können ja auch gut noch andere. Von mir kriegst du nämlich keins. Von mir kriegst du keins, kannst vergessen. Die Kartenmarkierung entfernen. So, das haben wir gemacht. Leider war hier überhaupt fast gar nichts. Ich hätte bei einem Kreischer für den Läuterungsstab mehr erwartet. Wieso? Hier runter geht's mit Sturm. Dankeschön. Ach so, ja, dann kommen wir schneller dahin, das ist auch gut. Dankeschön. Ich hatte gehofft, dass wir so auch zum Turm kommen, aber ich hatte es nicht gesehen. Ein Turm, der leer ist und da liegen nur ein paar Tote rum. Lorenzo und Maria. Joy. Aber Muscheln und Fischgräten und Gleberpilz und Vorhang vorzu. Ich habe von meinem Inventar was von dem Tyrann rausgenommen.
Ja, das ist in deinem Rucksack. Ich habe es nur geordnet, okay, damit du es nicht verlierst. Ich hatte gerade ein bisschen milde Panik bekommen. Fahang ist als die härteste und dichteste Pflanze in ganz Rivellon bekannt. Doch was wie ein nutzloser Klumpen aussieht, besitzt eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften. Unter anderem ist die Pflanze berühmt dafür, dass man mit ihr unangenehme und peinliche Ausschläge heilen kann. In diesem Buch wird außerdem beschrieben, wie Krieger in alten Zeiten die Pflanze zur Verbesserung ihrer Gesundheit nutzten. Der Glibberpilz ähnelt einer Qualle oder vielleicht ist auch die Qualle ein Tier, das dem Glibberpilz ähnelt. Was auch immer zuerst da war, nur eines von beiden passt in eine Flasche, deren Inhalt man trinken sollte, bevor man sich in einem Gewitter aufhält. Ich schätze, dass der Glibberpilz zuerst da war, weil Pilze waren meines Wissens nach viel früher da als Tiere, aber ist okay. Nochmal Handwerksbibel Teil 3, gib ein bisschen Zeug. Die Handwerksbibeln könnt ihr einfach nehmen, da steht eigentlich nie was drin. Nur die, diese, wo so ein Symbol drauf ist. Ich habe eine kleine Flammenrune gefunden, steht was drin. Übrigens. Sehr schön, wir haben doch keine mehr. Also du kannst sie mir gern geben, aber ich habe keine mehr. Hasenpfote. Mit der Hasenpfote kann man was machen. Vor einigen Jahren hat der Aberglaube, dass Hasenpfoten Glück bringen, ja darfst du, zu einer Dezimierung der örtlichen Bestände durch erwartungsfrohe Jäger geführt. Glücklicherweise gerät dieser Aberglaube immer mehr außer Mode, obwohl er bisher nie wissenschaftlich widerlegt werden konnte. Okay, wer geht jetzt in den Turm hoch? Wie kommen wir da hoch? Das Pflanze. Oh, die kann man nicht erreichen. Hä, wie kommt man da? Hä? Aber die Pflanze muss ja für irgendwas gut sein. Ach so, die ist zu wieder runterkommen wahrscheinlich. Ja. Das Dumme ist, da sind halt eine Menge Blitze drin. Ja. Da wurde gerade gesagt, du sollst einen Trank trinken, der dich vor Blitzen schützt. Das ist Unsinn. Braucht er nicht. Haben wir einen? Er hat doch so viel magische Rüstung. Ja, ganz im Ernst, also. Und wenn er da oben halt stirbt, naja. Who cares? Guten Flug. Mach nur ein ganz schnelles Loot. Ich heil mich mal. Es gab gute Punkte. Du hast jetzt aber den falschen Zwerg hochgeschickt. Ups. Dankeschön, dann gehe ich halt. Oh, damn. Ein geiler Gürtel, der nicht identifiziert ist. Betäubungsbolzen, Schatz, brauchst du den? Habe ich, glaube ich, schon. Ja, du sagst jetzt erstmal alles ein und dann kommt kurz runter, oder? Spuren des Tyrannen, wer hätte es gedacht? Entschuldigung, falscher Zwerg. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Teil zum Set. Zum Vollständigen. Dann müssen wir das andere hier auch noch auf der Insel finden, denke ich mal. Ja, aber wo? Vielleicht ist das bei Alexander, wir sollten zuerst mal da hingehen. Vielleicht. Okay, ja, dann haben wir das ja auch erledigt. Super cool. Was? Die Pfeile? Nein. Welche Pfeile? Achso, da war noch ein Pfeil, stimmt. Ja, wer braucht die schon, hä? Ja, ist ja gut, dann schick mich nochmal hoch. Sibyl macht schon. Okay, hol dir deine Pfeile halt selbst. Drecklige Elfen immer. Okay, sie zu holen. Frage ist, wo ist das? Den Rubin haben wir noch nicht geholt, oder? Habt ihr den schon geholt? Schon. Dann können wir die Kartenmarkierung ja entfernen. So, dann haben wir so ziemlich alles abgearbeitet, von dem wir hier wussten. In der Höhle unten waren wir ja auch, ne? In der geheimnisvollen. Mhm. Haben wir auch alles. Ja, fehlt nur noch die der Sucherversammlungspunkt. Und ich denke mal, dann gehen wir zum Mergelmoor Vergessenen Lager. Und schauen uns da um. Aber da muss das letzte Teil sein. Ich wette, Alexander hat das. Und dann geht unser Krieger ziemlich stark in die nächste Runde. Was fehlt uns denn eigentlich? Ich hab die... Die Hose fehlt wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich die Hose. Ich weiß nicht, was du noch... Einmal hast du mir nicht gesagt, was du bekommen hast. Ach, die Hände müssen es gewesen sein, ja. Ja, genau. Ich hab die Hände, ich hab die Brust. Ich hab den Helm, ich hab die Schuhe. Den Ring hast du auch, die Schuhe hast du, den Gürtel Ring. Hast du. Ja, oder Gürtel? Nee, Gürtel habe ich nicht, aber ich hab auch keine Hose. Du hast übrigens den Gürtel, den ich dir geschickt habe, nicht identifiziert. Ah, da. Bitte stabiler schön. Gurt. Schleichenführung, ausweichen, das wäre eher was für dich. Sibylle, ne? Ich bin mehr für Glücksbringer. Oder Sibylle, ja. Okay. Läuft.
Dann wollen wir gucken, dass wir Alexander verkloppen und hoffentlich das letzte Set noch finden. Warte noch auf Grommel. Ja, 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 ich gehe ja nicht so weit vor. Sorry. Da ist nichts an dieser Statue, schade. Es hätte auch noch was sein können. Irgendwo muss das noch sein, das letzte Set-Teil. Ich will auf jeden Fall nicht hier weg, bevor wir das gefunden haben. Die Frage ist, hier ist ein Phantom. Der Opa? Die sind erdresistent. Alexander ist auch auf Quellen verstummt, feuerresistent, luftresistent, aber nur sehr leicht. Ja, den kriegen wir sicher tot. Der hat aber wahrscheinlich ekelhaft gute Werte. Hier sind noch ein paar andere Typen, ein paar auf Erhöhung und sowas. Ja, können wir uns eh nicht anschleichen, wir müssen durchs Haupttor. Also, Sibyl wird dann nur wieder rumhüpfen. Von der Seite? Sibyl wird nur rumhüpfen wie ein Gummibär. Wo von der Seite? Ja, aber ob das lohnt? Da kommst du nicht also durch, für mich by the auf way. Jeden Fall. Ihr könnt gern durch die Mitte gehen. Ja, ich gehe durch die ich Mitte. Ich werde hier durchgehen. Okay, ich mache nochmal einen Hard Save. Ich mache unbedingt noch einen Hard Save hier vor, bitte. Mhm. Okay. Dann los. Geh ich mal. Hallo! Hey Leute! Moin! Hallo? Er sieht schon interesting aus, er hat einen coolen Stab. Komisch, dass er auch quellenverstummt ist. Anyway, you're here now. You know, Dallas and Friedemann warned me about you. Soll es lieber zum Phantom gehen? I'm afraid your journey ends here. You would only bring ruin to Rivalon. If anyone is going to become the next divine, it will be me. Warum schickt er uns nicht einfach Dallas auf den Hals? Sie ist stärker als er. Alexander ins Gesicht lachen, finde ich gut. glaubt ihr wirklich alles, was er erzählt? Do you think I enjoy this work? Taking people away from their families, fitting them with these collars? I abhor it, but I bear it. I can bear anything for the sake of the realm. Was the most important lesson my father taught me. Be strong, not because you are. Be strong, because you must. Ja, aber ich glaube, du solltest sie nicht von ihren Seelen trennen. Grommel, wäre es nicht vielleicht besser, du gehst zum Phantom? Just saying, weil das ist, glaube ich, der stärkste Gegner hier. Und wenn du den aufhalten kannst, wäre das super. Weil den komischen Magier kriegen wir so schon down. For the realm. Alles klar. For your loved ones. For the children you'll never have. Please, don't make this harder than it has to be. Ja, dank dir werden wir die Kinder hier haben. But still, you stand in the way of peace. This must be the end of your journey. For the salvation of all Rivalon. Ich nehme die Abwehrhaltung ein und sage, die einzige Reise, die hier enden wird, ist eure. You stand no chance, but I admire your resilience. Give it your best shot. Oh, we will. So, ja, das Phantom macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ja, schau dir das doch an, das sieht doch aus wie eins. Ach, guck mal, der hat Klingenhände. Ja, für dich ist es eine Runde, aber nicht für uns. Ja, dann greife ich das halt an. Aber der hat Klingenhände. Oder den Magisterritter, ich glaube, du kriegst schneller tot. Den Ritter finde ich schlimmer, weil der halt so viel Rüstung hat. Wenn ihr den mit Magie beschießen könnt, wäre es nett. Ja, mal schauen. Ich wollte mich eigentlich auf den Bischof konzentrieren, wenn es geht. Das Schöne ist, wir haben hier einen Wasserschaden. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, aber ich finde es irgendwie lustig. Guck mal, wie der mit dem Stab wedelt. My goodness. Der muss aber jemandem was beweisen. Es war vielleicht nicht so klug, dass ihr so nah und beim Ölfass steht. Just saying. Das ist ein Wasserfass. Nee, das ist ein Ölfass hinter denen. Was? Bei ihm ist es das Wasserfass, aber bei den beiden Mädels da oben ist ein Ölfass. Oh. Mhm. Das ist echt nicht klug. Ich hoffe echt, der hat das letzte Teil von Brakus.
Die hat gerade wieder 200 Schaden gemacht. 205 Schaden mit einem Schuss. Goddamn, die Elfe ist scary. Das fällt dir erst jetzt auf? Ja, vorher war sie nicht wirklich scary. Da war sie noch im Rahmen, aber jetzt ist sie absolut overpowered. Sie kriegt so abartige Waffen. Davor warst du die ganzen Level davor overpowered. Nicht wirklich. Oh, guck mal, das Phantom ist fast down. Sehr gut. Nee, aber ich fand's so lustig, ihnen einfach die Beschwörung in den Weg zu stellen und sie haben sie ignoriert und sind daran gestorben. Das war schön. Soll ich das Phantom wegmachen? Ja, mach weg. Eine Runde, Leute. Bischof Alexander. Eine Runde. Sie hat sich geritzt, sie hat Blutpfeile gemacht, okay. Sie hat geschossen, sie hat geschossen, sie hat geschossen. Das sind 5 Aktionen. 6 Aktionen, what? Sie hat nochmal 2 AP bekommen, weil sie den anderen hingerichtet hat. Willst du mich verarschen, ey? Die kann das hier alleine spielen. Spiel doch für dich. Wir müssen gar nicht mehr mitmachen. Tschüss, Bestie. Ey. Warum stehe ich eigentlich hier hinten? Du wurdest gerade teleportiert. I hate my life. Did I say that already? Ja, jetzt habe ich nämlich ein großes Problem, weil ich bin nicht... Ja, ich bin sogar verlangsamt. Awesome. Naja, du könntest zu der Person darauf gehen. Ja, und nichts tun, weil ich mehr... Ich brauche 5 AP, um da hochzukommen. Das heißt, es ist total sinnlos. Das ist bescheuert. Selbst wenn ich einen Totem lege, es wird nichts tun können, weil es einfach zu weit weg von allem ist. Geil, das war das Schlimmste, was sie mir antun konnten, mich wegzuporten. Oh Mann. Das ärgert mich. Der Schaden war immerhin okay. Das wird wehtun. Aber nur lose anscheinend, wow. Das haben die nur immer gegen mich. Vor allem, jeder schafft so einen Schlag und vielleicht ein bisschen gehen. Nur die komische Elfe, weißt du, die macht einfach mal 17 Schläge in einer Runde. Ich hab mich nicht bewegt. Ja, wow. Du hättest dich dazu aber noch bewegen können. Das heißt, nächste Runde werde ich weniger tun können. Gut. Mein Fleischopfer gibt mir auch noch 1 AP. Und weil ich habe einen Gegner getötet, habe ich nochmal 2 AP bekommen. Ja, yeah, I know. Und es ist total unfair. Das genau sieht nicht gut aus. Das hatte ich gemeint. Aber zum Glück ist er dumm und haut nicht den zweiten Angriff raus, den er dazu hätte haben können. Nice. Oh, hat er mich angegriffen? Ja, man merkt's nicht, weil der hat gar keinen Schaden gemacht bei dir. Irgendwas hat da kurz gepiekst, aber ich Doppel-Crit! Und er hat nicht mal die Hälfte der Rüstung verloren. Oh, du kannst jetzt so einen schönen Rundumschlag machen. Ja. Ja, aber... Wenn er ihn hätte. Zuerst, ihr Lieben. Dankeschön. So, als zweites... In der Zwischenzeit rennt die Bestie irgendwo im Niemandsland rum und darf nicht mitkämpfen. Ist so traurig. Oh, nice. Und als drittes. Und er ist wieder voll. Warum ist der nicht umgekippt? Ja, weil er wieder voll ist. Ach, der hatte er physische? Woher hat er auf einmal die physische Rüstung? Nein, aber er hatte magische Rüstung. Er hat deine Angriffe mit magischer Rüstung geblockt, weil der Dash macht zum Beispiel mehr magischen Schaden als sonst was. Weil es Blitzschaden ist, den du machst. Der Sturmbock ist abgewehrt durch physische Rüstung, deswegen. Ja, aber er macht trotzdem Dash Blitzschaden. Er hat ihn nicht abgewehrt, er liegt trotzdem nicht. Er hatte keine physische mehr. Ja, der macht aber physischen Schaden, der Sturmbock. Der macht aber auch Blitzschaden und den hat er abgewehrt, deswegen ist er nicht umgekommen. Nee, so funktioniert das nicht. Yes, it does. Nein, weil es gerade passiert ist. Ja, alles klar. Ja, aber...
Alter, ich habe diese Fähigkeit schon ein bisschen öfter benutzt. Ah, sie hat sich physische Rüstung gegeben. Yay, so ein Scheiß. Kann ich hiermit irgendwie noch was Gutes tun? Oh Gott, ich verliere so viel AP. Scheißdreck. Für nix und wieder nix, weil ich immer noch verkacken langsam bin. Das ist so nervig. Hast du nicht Beschleunigen ausgewählt? Nein, habe ich nicht drin. Hat mir keiner gesagt, dass ich auch buffen soll. Oh mein Gott, wirklich? Der hat mir angezeigt, ich verbrauche 2 Punkte. Bum, 3. Ja, kann ich halt nichts machen, die Runde. Ist das nicht schön? Oh, ich liebe mein Leben. Ach, ich habe nur den einen niedergeschlagen. Okay, das wirkt immer nur auf eine Person. Das wirklich, ist interessant. Ja. Warum war mein Vieh nicht dran? Ach, das kommt erst später. Oh. Mann, diese scheiß Teleportation. Warum musste die sein? Sorry. Was? Ist er eh blockiert. Ja, merkt gar nicht. Irgendwas passiert? Nö, alles gut. Okay. Das ist schon ziemlich strong. Hey, da fällt mir ein, ich habe Folterer endlich. Ich könnte ihn... Ach nee, kann ich nicht. Ich bin ultra weit weg. Ich bin traurig. Danke. Bitte. Ihr macht das schon, ne? Ich mache übrigens gleich was Lustiges. Dankeschön. Das klang ja sehr erfreut. Du hast doch zu wenig Buffs. Ja, ich glaube, die Leiste muss auch echt rechts an den Bildschirmrand noch kommen. Ja, das ist mein Ziel. Vorher reicht das nicht. Ich könnte gleich dir was zum Spielen geben, Bestie. Möchtest du? Ja, I guess. Ja, oh. Ja, was soll ich schon machen? Ich meine, ich habe eh keine AP. So ein Bischof? Ja, den würde ich gerne töten. Mal schauen, ob ich das von hier aus machen kann. Aber schmeiß den doch wieder hier runter. Ja, okay. Geht nicht von da. Denk dran, du bist verlangsamt. Oh, ja, never mind. Und dazu hat sie sich noch extra beschleunigt, ne? Oh, kranker Scheiß. Reicht das, wenn der auf der hölzernen Plattform da unter dir ist? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ne? Doch? Ja, wenn er außen ist, also möglichst weit. Oh, ja, genau. Aber er wird eh gleich abhauen, denke ich. Geht einfach die Treppe runter. Die Leiter. Oder er könnte auf die Mauer zu mir kommen, das wäre natürlich auch schön. Aber ich glaub's nicht. Wenn es geht, dann schießt doch das Ölfass nieder, dann bist du verlangsamt. Ich hab nicht mehr genug AP. Ja. Danke. Och, du dämlicher, ernsthaft? Dämlicher wow. Penner, ey. Ernsthaft? Ganz ehrlich? Du kannst mich mal, ey. Aber links und rechts kannst du mich. What the fuck? Ich glaube, wir haben ein Wurmproblem. Jesus! Was ist das für ein Ding? Hat jemand Quelle verwendet? Nein. Nee? Doch, ja. Du hast Quelle verwendet, Gromdir. Ja, ich fürchte, deshalb wurde gespawnt oder so. I don't know. Weil das ist das Einzige, wie leer an der Wachte herkommen, oder nicht? Ja, wir sterben alle, Leute. Passiert jetzt noch was, oder? Hat sich das Spiel gerade aufgehört? Nö, wieso? Ich denke, der hängt gerade einfach nur warten einfach. Ja, er redet gerade mit mir, Leute. Ach so, was sagt das denn? Irgendwie kann ich nicht zuhören. Ja, liest du das bitte vor, weil wir können es nicht hören. Ach so, versteht ihr jetzt? Eure üble Quellenmagie wird unser Untergang sein. Und ich sage ihm... Habt ihr etwa Angst? Der berühmte Gott erweckte Alexander. Only a fool does not fear the void. Now fight! Okay, Bro. Du hast definitiv keine physische Rüstung. Also wenn das jetzt abwehrst, dann bin ich echt sauer auf dich. Du kriegst jetzt nämlich jeden glichen Schaden, den ich bekomme. Aber du bekommst doch nie Schaden. Ich glaube auch, was ich auf die Rüstung bekomme. Na, ja, das weiß ich nicht. Bande der Pein. Der hält eh nur 2 Runden, also sieh zu, dass du ziemlich verkloppt wirst.
Markiert ein Ziel, sodass es den gleichen Schaden wie du erleidest. Auf diese Weise übertragener Schaden ignoriert jegliche Resistenz des Ziels. Ja, dennoch musst du den Schaden erstmal erleiden. Also hoffe ich, dass der Wurm dich jetzt angreift. Jo. Da ich irgendwie das Gefühl habe, dass es trotzdem wehtun könnte. Reine Vorsichtsmaßnahme. Okay. Soll ich hier stehen bleiben für den Wurm, oder? Wäre vielleicht ganz gut. Ja. Es wäre schön gewesen, du hättest den Typen vor uns damit getroffen, aber den Attentäter... Ja, der hat aber Rüstung und dementsprechend... Jetzt ja wohl überwunden. Die 37 Rüstung hättest du überwunden. Oh, der macht auch den Wurm Schaden, das ist ja schön. Nee, der Wurm ist ein Feind von uns allen, von allem Leben. Yay, ich bin ermutigt, obwohl ich nichts tun können werde. Oh Gott, es ist so nervig, ey. Ich kann auch irgendwie nicht sehr viel tun. Dankeschön. Die Schutzköpfe wäre jetzt natürlich hier unten ziemlich nice. Meine Schutzglocke. Hm. Kannst du nicht Quelle von Leichen rausziehen oder so? Hast du nicht sowas? Seitdem mein Helm sich entschieden hat, selbstständig zu werden und ein Dämon zu werden. Hm. Außerdem wäre es vielleicht nicht so gut, wenn wir noch mehr Quelle anwenden. Just saying. Wir haben schon einen leeren erwachtes Vieh hier. Ich glaube tatsächlich, das wird ein bisschen geskriptet sein. Ja, wahrscheinlich, aber ich will es nicht riskieren, dass jetzt noch mehr von den Viechern kommen. Oder ich provoziere es jetzt, einfach for the lols. Könnten wir auch machen. Ein bisschen messy, was hier alles passiert, ja. Ich kann eh nichts anderes machen, also haust du sie ein bisschen, die Olle ist eh doof. Die scheinen sich aber jetzt gerade eher auf den Wurm zu konzentrieren. Ja, und wie ich es mir dachte, ich darf nichts tun, ist das nicht toll? Ich liebe dieses Spiel gerade sehr. Ja, Alexander hat den Schaden auch bekommen. Ja, und wir haben Nekrofeuer. Au. Ey. Mir ist gerade ziemlich egal, dass der Schaden bekommt, weil wir sind gleich beide tot. Weil Nekrofeuer ist übel. Ach nee, du hast es ja noch nicht mal. God damn my life. Ja, ich bin geschockt, hab Nekrofeuer, bin ermutigt und das bringt alles nichts. Oh Gott. Hast du mir sogar Erste Hilfe gegeben? Nee, ich bin ausgeruht? Wo bin ich denn ausgeruht? Ja, Erste Hilfe. Ja. Ach so. Ich schätze mal zuerst den Bohrwurm unter den Jucken. Ich würde eher sagen, mach den Attentäter hinter uns fertig, weil er uns sonst wegcrittet. Ehrlich? Und mit uns meine ich mich. Okay. Ja, der Wurm hat so viel Leben, der macht dem eh nichts momentan. Du kannst gerne den Wurm angreifen. Ich meine, der hat 200 Rüstung. Das habe ich mir schon gedacht, dass es nicht weggeht. Das ist blöd. Aber er kann nichts machen. Er sieht nämlich gerade nichts. Also zumindest keine Fernkampfattacken. Müsste zumindest durch die Wolke. Ja, genau. Verschwende deine Attacken an das Vieh. Gute Idee. Das Schöne ist, er steht jetzt nah beim Wurm. Das heißt, er kriegt gleich einen auf die Schnauze. So. Sehr gut. Attentäter ist tot. Einmal weniger Schaden, der reinkommt. Das ist sehr schön. Und als nächstes holen wir uns doch das Phantom der Oper wieder. Der lag doch da hinten irgendwo, ne? Das Phantom vom Oper. Wahrscheinlich. Der ist auch perfekt da hinten. Denk dran, dass das Ding Area Damage macht. Guck mal, wo es ist und guck mal, wen ich damit treffe. Ach, es wäre so schön, wenn die Bande der Pein jetzt in beide Richtungen ginge. Das wäre so schön. Guck mal, wen ich damit treffe und Grom dir platzt. Yeah. Ich gehe mal aus dem Mikrofeuer raus. Das ist normales so. Feuer. Meine ich. Schade, ich treffe dich leider nicht, aber... Mhm. Haha, du kannst mir nichts, du blöde Kuh. Häutung? Willst du mich verarschen? Die hat mich gehäutet. Also mein Vieh.
Weißt du, wir haben darüber geredet, du bist nicht der Tank. Ich bin auch, ich hab mir nichts passiert, meinem Vieh ist was passiert. Es hat 50% aller Resistenzen verloren gerade. Oh. Weil es gehäutet ist. Ja, ich würde sagen, jetzt sollten wir uns vielleicht erstmal auf das Vieh konzentrieren, weil der Bischof kriegt so oder so bald um. Wenigstens, ja. Wenn es nicht haut. Ja, ich würde halt auch gern wieder mitspielen, aber das dauert wohl noch eine Weile. Dankeschön. Bitteschön. Ich wurde wegteleportiert. Konnte nichts machen. Ich wurde zurückteleportiert. Konnte nichts machen. Wurde geschockt. Konnte nochmal 2 Runden nichts machen. Also der Kampf läuft großartig für mich. Weißt du, was habe ich, was hab ich geleistet in diesem Kampf? Ich habe Vieh beschworen. That's it. Du musst immer eine positive Lehre raus. Ja, ja. Mhm. Ich sorge dafür, dass unser Tank Reizen nimmt, damit nur er weggeportet wird. Das wäre eine gute Idee. Ich will was machen. Wow. Entschuldigung. Ey, das ist gut. Hey, du hast mir vorher Rüstung gegeben, deswegen ist es blockiert worden. Ist okay. Ah, guck mal. Yay, ich habe ein Vieh. Ich darf was tun. Wenn ich getroffen werde, dann wird der Alexander auch getroffen. Oh, die alte Kuh. Die hat sich schon wieder Rüstung gegeben. Ey, guck mal, mein Vieh und die punchen es aus. Und es passiert nichts. Es... ich fürchte, er ist tot. Hat er den gerade aufgenommen? Nein, er hat ihn nur gekillt. Nee, er liegt da noch rum. Gibt 70 Schaden weggekillt. Ja, wir sollten das ist doch Nick. Wir sollten das Vieh vielleicht töten. Oh, ich will mein Vieh neu beschwören. Hier ist Nekrofeuer. Dann würde es auch Nekrofeuer-Dings bekommen. Gute Idee. Nekrofeuer-Tränkung. Das wäre super gegen das Vieh. Hätte ich auch gerne noch meine Pfeile. By the way, es ist immun gegen alles, was an Zuständen da ist. Wow. 30% Feuerresistenz, 75% Erdresistenz und 30% Giftresistenz. Und hat was nicht umbringt. Verringert die Dauer von Statuseffekten. Also wenn es doch irgendeinen gibt, den es bekommen kann, hat es eine Runde weniger. Läuft. Hat einen bekommen. Verwiesen. Für eine Runde halt, ne? Okay. What shall we do with a drunken sailor? Die Olle vor mir ist. Die ist ein Metamorph. Ich könnte versuchen, da hochzuklettern und dem Scharfschützen auf den Sack zu gehen. Deswegen hat die blöde Kuh so viel physische Rüstung, die regeneriert in jeder Runde. Oh, was für eine Drecksau. Oh, geht mir voll auf den Sack. Ich könnte versuchen, in meine Kuppel reinzugehen. Ich hab von Angst. Ausnahmsweise darfst du. Ah ja, ich renne hier hoch zu der Eulen. Dann kannst du das Viech nicht töten. Ja, lass mich nur hier sterben, ist okay. Ich kann eh nichts machen. Wenn ich im Mikrofeuer stehen bleibe, dann kriege ich es auch gleich in diese Runde. Okay. Ja, ist okay. Soll ich dich in meine Kuppel holen, Bestie? Nee. Passt schon. Dann hol mich in deine Kuppel. Ich hab grad so eine Idee. Könnt ihr versuchen, das zu blessen, das Feuer? Necro-Blessing? Es ist verflucht. Ich hab gerade gesagt, der Bischof ist der Sohn Lucians. Ja, haben wir doch schon gewusst. Das haben wir schon 15 Mal gesagt bekommen. Hey. Ich bin auch hier oben. Haben wir? Ja. Es hat leider noch magische Rüstung, ansonsten könnte ich's... Oh. Wie bist du denn dorthin gekommen? Wurde wegteleportiert. Ich meine, Habe ich mehr Höhe für Schaden und so. Oh, schön. Es wird nur normales Feuervieh, scheiße. Ich dachte, ich könnte es cheesen. No. Ich meine, ich kann versuchen, es zu segnen. Das Feuer, aber ob das so gut ist, die Idee. Ich würde es versuchen. Ja, ich leiste eh nichts mit dem Kampf. Hier. Jetzt habe ich Feuer. Das heißt, ich stehe nicht mehr im Nekrofeuer, ich stehe nur noch im Feuer. Das ist etwas? Du hast immer noch Nekrofeuer.
Ja, aber nicht mehr lange. Jetzt stehe ich nur noch im Feuer. Also das heißt, ich werde jetzt Nekrofeuer haben und brennen. Großartige Sache. Ich mache ganz 28 Feuerschaden. Wenn wir jetzt einen Wasserballon hätten, könnten wir das Feuer bei dir aus. Alter, hat die was? Jetzt original nein, den leeren Boden behalt? Verwesend. Verwesend. Ach, ja. Ah, okay. Oh Gott. Okay. Boah, warte. Also ja, hat sie. Ich dachte, und sie hätte es wissen müssen. Ich meine, der hat eh nicht mehr viel Lebenspunkte. Der ist nicht die große Gefahr, meiner Meinung nach. Wir haben das Ding hier voll unter Kontrolle. Niemand mehr. Wir haben das Ding voll unter Kontrolle. Die Alte hier hinten habe ich im mit dir, Sibyl, im Schach. Grommel kümmert sich um das andere Vieh und der Nekrowurm ist einfach nur da. Und ich hab Nekrofeuer ohne Ende am Arsch, aber ist okay. Ich würde dich gerne rausteleportieren, aber du bist ein ungültiges Ziel. Ach, das passt schon. Das passt schon. Ja, ich bin ungültiges Ziel, weil ich so viel asozialen Dreck auf mir habe, dass es einfach gecancelt wird. Ja, und zwar dank dem Verstärken, Schatz. Ne? Verstärkt macht Immunität gegenüber Teleportieren. Sorry, ich verstärk dich nie wieder. Dankeschön. Bitteschön. Da würde ich wahrscheinlich mehr Schaden machen, aber who cares. Warte mal, machen wir das so. Und jetzt kriegst du den fetten Damage rein. Gut, sehr so viel schön. War er leider auch nicht. Ja, ich bräuchte noch einen Punkt, dann könnte ich sogar nochmal angreifen, aber nope. Hey, er hat Nekrofeuer, ist das nicht schön. Meanwhile, I burn. Ich hätte vielleicht mich lieber segnen sollen, das ist blöde Feuer. Houston, we have everything in control. Vielleicht solltet ihr das leer räumen, dann wird Control wenigstens mal nützlich sein. Wenn ihr alle Sachen da reingeräumt habt, naja, egal. Verstehen wir durch. Soll ich den Wurm angreifen? Wie wär's, wenn du die Truller hier fertig machst, die jetzt schon seit Stunden hätte tot sein müssen? Sonst heilt die sich gleich wieder hoch mit ihrer scheiß Rüstung. Lass uns vielleicht mal die Anzahl der Gegner verringern, dann ist der eine Wurm kein Problem mehr. Ich meine, der macht so schon nicht viel Damage. Ja. Hallo Huhn. Hey! Hey, ich darf am Kampf teilnehmen. Mein Haustier. Oh. This is how I met your mother. Ich meine, ich hätte sie umbringen können. Aber jetzt weiß ich, was du damit meintest, dass ein Beschwörer und ähnliches nicht mehr skaliert, weil it's not much I do. Das war ziemlich wertlos. Ich hätte vielleicht vorher das Totem beschwören sollen. Ist das jetzt ein Nekrofeuer-Totem? Leider nicht. Schön wär's. Na, wer die scheiß Scharfschützin macht mehr Damage, die tötet das Ding jetzt. Kriegt die denn die XP? Vielleicht steckt sie ein Level auf. Dann war. Ja, das wäre geil. Oh, sie ist Stufe 9. Sie tötet uns jetzt alle. Ups. Bitte töte die Magisterin. Sehr gut. Abstechen! Gibt's so ein. Wenn du normal angreifen würdest, gibt das so einen Abstechen-Move? Den gab's im ersten Teil. Das war voll gut. Wow! Der Wurm ist durchs Nekrofeuer gestorben. Wunderbar. Dankeschön, nee, Alexander. Nein, das war das Nekrofeuer. Nein, der, das hat Feuer der hat Feuerschaden. Hat grade, oder das. Noch besser. Aber der hat Feuerschaden bekommen, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Können wir es umbehalten? Nein. Die Olle ging mir zu sehr auf den Sack mit ihrer Scheißheilerei. Guck, die hat schon wieder hochgeheilt, die blöde Kuh mit ihrer Rüstung. Herz aus Stahl, Leute, das müssen wir im Auge behalten. Lose? Ja, ich überlege gerade, was Scharfschützen. Scharfschützen? Du kannst auch Punkte sparen zur Not. Oder ins Nekrofeuer rennen. Ich hab magische Rüstung. Ja, ja.
Okay, hallo Huhn. Und schon wieder muss ich so rummachen. Ich kann sie wieder nicht töten. Ich könnte sie killen, wenn ich noch einen Punkt mehr hätte. Mano. Bitteschön. Ich bin sehr unzufrieden mit mir. Ich weiß. Ich war sehr nützlich in diesem Kampf. Ja, bin ich. Ich find's ein bisschen gemein, dass das Spiel mich so getrollt hat. Nice. Yay, finally! Please hear me, please hear me, please hear me. Hallo Maladi. Wer bist du und warum... Bitte heilt mich, bitte heilt mich. Ja, hallo. Nicht interessiert. She steps forward, grabs you behind the neck with alarming strength and pulls you close. She sniffs twice, her nose at your ear, then bites, piercing the lobe with a needle sharp fang. Also, können wir das für den Moment aufsparen, wo ich nicht mehr brenne und mein Schlafsack bereit ist? Just saying. She releases you and grins, running tongue over teeth. Okay. God woken. Wer seid ihr? I'm Malady, as I said. I'm here to help you get off this island, and you're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Okay. Übrigens haben wir jetzt gar nicht die Garrett uns so zur Hilfe geholt. Ja, und? Ich hoffe, das können wir noch. Also, wir können die noch holen. Wahrscheinlich auch besser so. Ansonsten weine ich. Der hätte uns unterstützt im Kampf, ha? Ja, aber der wäre wahrscheinlich auch gestorben. Ach, aber das hat... Wie der eine Paladin, ne? Ich habe reichlich Merkwürdiges gesehen und gehört. Ich würde mir gerne ein Bild vom Ganzen machen. Well, first things first. I managed to free myself, along with a number of seekers, from the Magisters. We've captured the Lady Vengeance and can take our leave from this wretched isle very soon. But first, there's something I need to know. She peers at you closely, a knowing squint in her eye. Das ist, wenn wir die jetzt nicht mehr holen können, dann würde ich sagen, holen wir die vorher und gehen dann hier hin, oder? Wir machen das nochmal. Ich meine, so schwer war der Kampf jetzt nicht. Tell me, which of those little gods did you meet? Was wird mir XP geben? What did they teach you? Okay, ich bin Duna begegnet und er hat mir gezeigt, wie man Segen wird. Wirkt. Sind wir mal ehrlich. Ich stehe in Flammen. Show me what he taught you. Ich brauche Quellenmagie. Ah, like that. Right, hold on then. She takes you by the shoulders and gestures for you to do the same to her. Okay. She closes her eyes and a warm, soothing sensation runs from her hands into your body. Suddenly, you feel the familiar swell of source within you. Ihre Rüstung ist irgendwie cool mit den Flügeln, die sie da hat. Hm. Warum schaut ihr so überrascht rein? I don't. Now go on. Auf, soll ich sie auf sie wirken oder auf mich? Ich mir wird das Nekrofeuer vielleicht löschen. Mach auf dich. I don't know. Ich wirke es auf sie, komm. Hey, sind wir nett. That stings. Okay, sie ist vielleicht nicht ganz so gut, wie sie tut. She examines her hands, where the skin sizzles slightly beneath their newfound aura. As the spell fades, the skin heals once more. Her whole body seems to relax. Okay, ja, sie ist wirklich nicht so ganz nett. You really are Godwoken. I'm happy. Oh, how unbecoming. Come then, we set sail, your destiny awaits, etc. Was meint ihr? Was für ein Schicksal? You'll have to ask the Meister about that. She's dying to meet you. Malady beckons you to the boat. After you, darling. Wenn du diesen Bereich nach dem Lesen dieser Nachricht verlässt, kannst du nicht dorthin zurückkehren. Deine offenen Quests werden geschlossen und archiviert. Nö, warten bitte. As you wish.
Okay, ja, zum Glück konnten wir noch warten. Wir haben ganz viel Shit bekommen. Sollen wir nochmal ganz schnell zu Gareth zurück und hoffen, dass er... Ihr habt schon alles gelootet. Ja, super. Gibt wieder nichts für mich zu tun. Irgendwo erkenne ich das. Ich gehe mal ganz kurz zu Gareth zurück und dann... Dafür hast du die Dialogoption, ne? This one might naja. Gareth, wo bist du? Gareth! Ich hoffe, wir können das noch. Ansonsten würde ich das echt nochmal machen, den Kampf, weil schwer war er nicht und... Die extra XP können wir gebrauchen. Außerdem, vielleicht helfen wir uns wirklich sinnvollerweise. Gareth! Wo ist er denn? Ach, der hintere rennt der Penner wieder rum. Habt ihr schon was zum Identifizieren gegeben? Hier ist noch was zum Identifizieren. War übrigens ein guter Überlänge-Part, by the way. Gareth, die Kreische wurden bereits vernichtet. Ich hatte keine Zweifel. Du bringst mir Hoffnung, Sorcerer. Ich werde die anderen Seeker und travel zur Shore. Gareth's voice echoes throughout the Enclave with such command, it could rouse a fawn to action. We move, Seekers. Now is the time to resist. The Lady Vengeance will be ours. Sie kommen. Lose. Ein Gegenstand. Vernichter. Zauberstab. 13 bis 15 Feuer. Plus 1 Intelligenz plus 3 Initiative. Erfordert Intelligenz 12. Eher für dich oder für Bestie? Eher für Bestie, glaube ich. Wir haben uns jetzt mehr Stäbe. Okay. Ja, das Problem ist, wir haben die Tyrannensachen noch nicht fertig. Eine Sache fehlt. Stimmt. Und vorher sollten wir nicht gehen. Ja. Außerdem will Amiro seinem Volk auf dem Festland berichten, was geschehen ist. Okay, das scheint nichts zu sein. Aber wir brauchen das Artefakt, Leute. Ich glaube, wir werden jetzt sowieso einen Cut machen und beim nächsten Mal werden wir erst die Insel verlassen. Weil wir schon ultra überzogen haben. Aber immerhin haben wir die XP noch mitnehmen können und ganz viel Blödsinn gefunden und so weiter. Ich bin auch sehr gespannt, was Maladi da noch will. Außerdem ist hier Mattis und Exter. Achso, die sind hier, Gareth und so. Super, cool. Ich rede nochmal ganz kurz mit Gareth, bevor wir beenden. Vielleicht können wir die jetzt loshetzen. Praise be, you have silenced the shriekers and cleared our way. Ja. Er wäre hier ins Lager gegangen. Wir hätten den ruhig gehen lassen können. Ja. Alexander ist übrigens tot. He takes the news calmly. A moment passes as he calculates the consequences, assessing this new world as it opens up before him. He nods his thanks. It would seem like miracles abound today. It gladdens my heart to have you with us. Now, to the ship. Und jetzt rennen sie alle zum Schiff. Wir haben Ruf zu den Waffen ist damit auch abgeschlossen, sehr schön. Graziana, können wir mit dir noch was sagen? Nicht so ganz, ich habe zwar weniger magische Rüstung, aber dafür ein paar andere Sachen drauf. Gab leider nichts Neues mehr. Das Traurige ist, wir konnten die Typen auch noch nicht heilen, was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht können wir das einfach gar nicht. Ich hatte gehofft, wir können es. You must help us wage our... Ja, keine Ahnung. Also die Leute kann man nicht heilen hier. Ja, wir sind soweit fertig. Wir brauchen nur das eine Rüstungsteil noch. Und ich denke, das werden wir jetzt im Off noch suchen, Leute. Und dann beim nächsten Mal verlassen wir die Insel. Ich hoffe, übrigens hat euch Spaß gemacht. Auch wenn für mich der Kampf leider ein bisschen öde war, weil ich einfach nichts machen durfte. Aber so passiert das manchmal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Sagt mir, wie ihr den Kampf fandet. Und dieses... plötzliche Auftauchen des leeren erwachten Wurms. Ich fand's sehr cool. Schreibt mir was. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.